Forschung ist nicht groß, aber na gut. Besser wie nischt.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Rover bauen soll. Hinten dranhängen oder nicht hinten dranhängen. Das ist hier die Frage.
So, noch die andere Forschung. Oh.
Was ist denn mit dem Kabel bis hier? Ja, hat man schon lange nicht mehr so einen Strom hier. Wenn das die Luke öffnet bei so einem Strom. Also wenn da was reinkommt. Ah, 900. Was macht der hier? Nummer 600, falsch. Also, ich frage mich gerade, ob das geht, wenn man in der Nähe noch eine Basis baut und die dann mit diesen Kabeln hier verbindet, ob das geht. Ob das überhaupt gehen würde. Das wäre mal ein Projekt. Ich weiß, dass du auf dem Planeten mehrere Basis-Dinge errichten kannst. Vorher war es so, wenn Basis zu groß geworden ist, dann hast du FPS-Einbrüche gehabt ohne Ende. Also mittlerweile, die ist ja schon, ja, im Vergleich zu den Basen, die ich sonst immer so baue, riesig. Muss sagen, läuft immer noch stabil auf 6 FPS. Die mal miteinander verknüpfen, das wäre ein Projekt, das du von der willst.
erstmal ein bisschen Plan gezogen hier.
Hinten scheint der Wind ganz gut zu funktionieren. Also sagen, super, finde ich gut. Akkus sind nur alle schön voll. Ja, Solar ist auf der einen Seite geil, man kann sich immer direkt darauf einstellen, sobald Sonne ist, hat man Strom. Ja, sobald es Nacht ist, hat man eben keinen Strom. Beim Wind hast halt immer Strom, wenn Wind ist. Also. Aber der Wind kommt nicht überall gleich, habe ich irgendwie festgestellt. Jetzt arbeiten hier zwei und die anderen nehmen dran. Sind tot. Ganz komisch. Ja, was machen wir hier mal planen?